Hallo, wir sind Anja und Jule von Im Gegenteil. Wir betreiben einen, wie ich finde, schönen Blog, der sich mit Singles beschäftigt, aber auch vielen anderen Lifestyle-Themen. Wir unterscheiden uns von den gängigen Single-Angeboten, nämlich weil wir die Leute zu Hause treffen, um sie zu fotografieren und zu interviewen und sehr liebevolle, handgemachte Porträts von denen erstellen. Es war eigentlich so eine typische Schnapsidee. Ich war Single zu der Zeit, habe mich beschwert, dass es so schwer ist, einen Mann zu finden. Was es online gab, war halt irgendwie nichts, was wir jemals in Erwägung gezogen hätten. Dann haben wir einfach zusammengeschmissen, was wir können. Jule kann fotografieren. Ich habe ganz früher mal für ein Musikmagazin geschrieben. Kann ja nur schief gehen, also machen wir es einfach mal. Alle Singles, die wir treffen, da steht nichts im Text, was nicht so passiert ist. Und Jule retuschiert auch nicht deren Gesichter, dass die dann anders aussehen. Wir sind halt ehrlich. War Jule? Ja. Viele Leute sind, glaube ich, unzufrieden. Weil jeder Angst hat, irgendwie an der nächsten Ecke könnte der bessere Partner lauern. Mhm. Genau wie die bessere Party irgendwo sein könnte, genau wie der bessere Job sein könnte. Und die Wohnung überhaupt, die könnte auch ein bisschen besser sein. Und ich glaube, dass so ein bisschen unsere Gesellschaft gerade, die ein ganz großes Problem hat, sich festzulegen oder Angst hat, was zu verpassen. Der erste beste Reward, noch bevor das erste Geld kam, war tatsächlich, wenn jemand vor dir steht und sagt, Alter, ich habe über eure Seite jemanden kennengelernt und ich bin so in love. Jetzt bin ich glücklich, du bist glücklich. Perfekt. Und die ersten Pärchen sind auch gerade zusammengezogen. Und ich glaube, bald läuten auch bei manchen Leuten die Hochzeitsglocken. Aber wir sagen nicht bei wem. Nee, aber was wir gemerkt haben, wenn wir Leute porträtieren, meistens ist es mit den Mädels, die etwas runder sind, so wie ich, dass man gar nicht irgendwie Dinge verstecken muss. Man ist so, wie man ist. Und das ist auch völlig fein. Nur man muss die richtige Fashion dafür finden. Jule ist so Sporty, Sporty Spice auf jeden Fall. Auch wenn sie keinen Sport macht, aber das muss ja keiner wissen. Upsi. Ich weiß noch, vor 6 Jahren oder so standen wir auf der Nordseeinsel Jüst im Club und ich hatte so High-Top-Turnschuhe an. Und es war total, alle dachten halt so, die Frau kann doch nicht mit so einem Turnschuhen in den Club gehen. Und ich persönlich bin jetzt wieder an dem Punkt, dass ich wieder schickere Schuhe gerne habe, weil ich die Turnschuhe nicht mehr sehen kann. Wir haben quasi so ein Esszimmer-Office in Tempelhof und ein Küchen-Office in Neukölln. Und wir wissen, wenn die E-Mails reinkommen, wer beantwortet was, wer kümmert sich um was. Und das heißt, es ist gar nicht immer unbedingt vonnöten, dass wir irgendwie aufeinander im selben Büro sitzen. Das heißt, wir nehmen uns auch mal raus zu sagen, okay, heute arbeite ich vom Bett aus. Ja, und ich glaube aber auch, dass die Arbeitsweise nicht für jeden unbedingt was ist. Ja, man muss sich selbst motivieren. Gott, wir sind ein Ehepaar. Das ist echt ganz schlimm.